Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Ghost Recording Wildness. Ich bin's wieder, euer FloriaTV, heute wieder frisch am Start. Und heute werden wir auf jeden Fall, in der Story weitermachen. Und auf jeden Fall werden wir jetzt mal schauen, wen wir jetzt hier haben. Finden Sie den Zugangscode für die Kokainfabrik in Okoro. Sobald Sie ihn haben, gehen Sie rein und zerstören den Laden. Oh ja, Kokain. Jetzt müssen wir Kokain zerstören. Bin ja mal gespannt, ob wir das hinkriegen, Kokain zu zerstören. Wird ja bestimmt gar nicht mal so einfach werden. Aber so ist das in Bolivien. Hier wird Kokain im großen Stil betrieben. So, ich hoffe, ich kann jetzt hier vernünftig fahren. Boah, gleich schon mal die Kiste hier kaputt gemacht. So, mal schauen. Hier kennen die Leute auch echt keine Straßenverkehrsordnungen. Nicht so wirklich. Da wurde wohl gleich jemand eingehende Nachricht. Ey, da schießt wohl jemand auf mich. Öffne das Feuer. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Oh, okay, ich glaube, wir machen jetzt erstmal in der Story weiter hier. Finden Sie genau. Den Zugangscode für die Kokainfabrik in Okoro. Sobald Sie ihn haben, gehen Sie rein und zerstören den Laden. Ja, da zerstöre ich den Laden. Ich werde mich nicht mit irgendwelchen anderen Terroristen hier abgeben. Uiuiui. Ups, das war wohl die falsche Strecke. Ich wollte eigentlich schon wieder abbiegen. Ja, so ist das hier in Bolivien. Hier wird gedriftet, hier wird Kokain angebaut. Hier gibt es eine Landschaft. Guckt euch die Landschaft an, Leute. Meine Herrschaften, das sind Berge und Täler hier. Das kann man aber auch nur in so einer schönen Landschaft hier machen. Naja, Zivilisten sollten wir hier nicht über den Haufen fahren. Hier geradeaus. Natürlich, mein schöner Außenspiegel ist auch schon wieder kaputt. Och nö. Dann wollen wir mal. Oh weia, jetzt habe ich die Scheiße am Dampfen hier. Hätte ich den mal bloß nicht gerammt, den Typen. Jetzt sind sie doch aufmerksam geworden. Was, diese engen Kurven hier und engen Straßen. Ah, wie dämlich, ne? So, eieieiei. So schnell dürfte uns hier nicht wieder... Ach, der sitzt da oben. Naja, dann soll er da oben sitzen. Fuck! Ja, wir sind noch mal ein bisschen einen Ticken schneller als er. Er kriegt uns nicht. Nicht so wirklich kriegt er uns. Ach, wir nehmen mal eine Abkürzung hier. Durch die Wald. Ist das Radio SB? So. Da haben wir ihn. Greif an. Nein! Ich muss hier wieder auf die Straße kommen. Aber ich kann ihn den Weg abschneiden. Gut ziehen, wir brauchen ihn lebend. Verdammt! Wir müssen ihn kriegen. Oh, verdammt! Vielleicht sind die Balance gar nicht das Problem. Vielleicht liegt es daran, dass du sie an jedem scheiß Feiertag schenkst. Nur Chingis, boy. Wunderbar, haben wir ihn doch gleich. So um die 2 Jahre, glaube ich. Der Leutnant will abhauen. Ja, schnappen wir uns den Typen. Sind bereit für den Angriff. Verdammte Scheiße! Alle bereit? Feuer! Ruhe! Holt ihn euch!
Na, wunderbar. Da ist er, da ist er. Zugriff, schnell. Nein, oh, nicht das Fahrzeug. Mensch. Die Fahrt kann losgehen. So. Ruhig. Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Ja, wir verhören ihn erstmal. Dios mio, töte mich nicht. Por favor, ich habe eine Familie. Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Wie lautet er? Ich habe zwei Jungen, zwei kleine. Immer dieselben Aussagen. Ich habe Fotos. Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Scheißfotos nicht sehen. Gib mir den Zugangscode, dann sind wir fertig. Ja, du Käse, ist so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Alter, willst du heim zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den Scheißcode. Tuvo bueno. Er ist 654375. Wirklich, ich schwöre. Bowman, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware... Mist! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! ...der Prozess beeinflusst und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand versucht, ihn zu beseitigen, sind die Maschinen Schrott. Das kostet Santa Blanca viel vom Produkt und legt die Fabrik über Monate lahm. Na, wunderbar. Wird Zeit, dass wir hier, den Jeep nehmen. So, weiter geht's hier. So, jetzt haben wir wenigstens den Code und hier ist eine Megaschlange. Oh mein Gott. Wird Zeit, dass wir hier... Wird Zeit, dass wir hier mal verschwinden, hier ganz schnell wieder aus Bolivien. Wer weiß, was hier noch alles wieder passiert, wenn ich hier nicht mit einer qualmenden Kiste durch die Gegend fahre. Naja, die ist ja schon wesentlich mehr Schrott hier, die Kiste, aber naja, wir bräuchten eigentlich noch eine... So, aussteigen. Jungs, wir steigen wieder ein und fahren jetzt mit dem schönen, schicken, was auch immer das hier ist für ein Fahrzeug, Geländewagen. So, wollen wir mal schauen. Ein schönes Fahrzeug. Ach, ich liebe es. Damit zu fahren ist doch was Schönes, Leute. Wir müssen nur uns ein bisschen beeilen jetzt hier, damit wir das Kokainlager auch noch aufspüren können. Nein, ich werde nicht jemandem helfen jetzt hier. Ich um dieses Kokainlager hier kümmern erstmal. Wird Zeit, dass wir das hier erstmal hinkriegen. Oh mein Gott, das ist aber auch eine Katastrophe hier. Ey, Halleluja, Leute. Ach, jetzt sehen die uns hier bestimmt schon wieder. Wir fahren schon Höchstgeschwindigkeit hier. Überholen wie die verrückten Idioten hier. Nein! Nein, nicht! Oh, nein! Windschutzkenner, ist das eine Scheißkiste hier, ey. So. Da ist der Zoll. Und da rasen wir jetzt mit voller Geschwindigkeit durch. Naja, mehr oder weniger. Wo ist denn das Kokainlager hier? Ah, Schiete. Also mein Fahren ist hier heute wirklich nicht sehr besonders gut, Leute. Okay, da wären wir. Sobald wir drin sind, schalten wir die Kontrollsysteme aus, vernichten alles Kokain und setzen uns ab. Da hinten rumlaufen und Kram kaputt machen. Klar. So. Tja, dann sollten wir vielleicht mal, bei mir sammeln. Verstanden. Die kommen genau auf uns. Ich lege an. Wir würden vorstoßen. Wir müssen vorstoßen, Leute. Granate, Vorsicht! Na wunderbar. Wir rücken jetzt vor hier. Verdammte Scheiße. Bin ja gleich schon wieder tot hier, ey. Shit. Verdammt Hubschrauber. Ein Heli, los, Scharfschütze, Entdeckung.
Wunderbar. Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, da reinzukommen? Nö, ne? Verdammt, Schitte. Ich sehe eine Waffenkiste. Na wunderbar. Zu meinen Stiefeln. Haley, runter, runter! Verdammte Heli ist aber auch verdammt weit anstrengender. Scharfschütze runter! Deckung suchen! Schütte. Nein! Schnell weg hier, schnell weg, Heli, schnell weg! Los, runter. Runter, runter! Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs! Bullshit-Skinner! Diese verdammten Säcke hier. Verdammt! Wir kommen da nicht ran! Verdammt, wir kommen da nicht rein! In diese verdammte... Auf den Boden, Hubschrauber! Der Laden ist ja riesig. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus zu einer Koksfabrik umgebaut. Oh, war ja. Ja, aber ich dachte, das wäre typischer Kartellscheiß. Das hier ist eine Hausnummer. Macht keinen Unterschied. Hubschrauber abgeschossen. Na wunderbar. Klar, was ich meine. So, jetzt können wir auch in Ruhe gucken, wer jetzt hier... So. Und wie kommen wir jetzt ins Gebäude rein? Wir müssen da rein ins Gebäude. Also entweder ist das unterirdisch und wir kommen hier nicht rein. Gut, wartet. Neu formieren. Oh Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Verstanden. So, dann schauen wir mal, was ist hier wohl los? Wir jagen hier an. Drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Wo ist der Kontrollraum? Irgendwo oben. Wie immer ist der Kontrollraum irgendwo oben. Es wäre ja wohl schlecht, wenn er unten wäre. So, unterbrechen Sie die Kokainproben. Ja, hacken. Na wunderbar. Das kann ja mal was werden hier. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Aber selbstverständlich, Mann. Wo sind denn jetzt die Lagerhäuser wieder? Tja, ich glaube, das wird hier einigen Leuten nicht gefallen, was wir hier tun. Das war ein Treffer. Wird Zeit, dass wir hier mal wirklich aufräumen. So, zerstören Sie zwei Kokainvorräte. Nett. Sollen wir rote Knöpfe drücken? Ah ne, blaue Knöpfe. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wie kann man das denn jetzt hier vernichten, das Kokain? Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Ach, wir haben doch hier die große Kanone. Das Lager beruhigt sich. Die glauben, wir sind weg. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gemacht. Da kommen noch mehr von denen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt zerstören soll, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich C4 oder so ranmachen. Mache ich denn das jetzt? Zerstöre ich denn das jetzt hier, das Kokain?
Merkwürdig. Eigentlich normalerweise würde ich es jetzt anzünden, aber ich habe gerade kein Feuerzeug dabei. Wie kann man das denn jetzt zerstören hier? Wir müssen es doch irgendwie zerstören. Keine Ahnung, wie wir das zerstören sollen. Ich habe gar keine Ahnung. Wer hat's versaut? Na komm, okay. Na wunderbar. Ja? Wer sucht denn da am falschen Ort? Zerstören Sie die Kokainvorräte, ja, aber wie? Na wunderbar. Das wird hier eine Massenschießerei geben. Aber wie zerstöre ich denn diesen Vorrat jetzt hier? Die Granate fliegt. Okay, mit einer Splittergranate mache ich das. Granate fliegt, nehmt das. So, wir haben jetzt oh, die werden durchlöchert hier, die Leute, das ist ja mal der Burner. Splittergranaten habe ich gar keine mehr. Na doch, jetzt haben wir wieder zwei. Granate fliegt. Vorrat zerstört. Weiter im Text. Ja, eins haben wir noch. Sammeln, Leute. Alles klar. So, weiter geht's zum Text, zum nächsten Kokain-Lager. Bloß weiter hier, das ist ja aber wirklich der Burner hier wieder. Dieses verdammte Kokain-Lager. Man wird diese verdammten Leute auch nicht los hier. So, jetzt haben wir das Lager hier zerstört. Dann haben wir das nächste. Ja, wunderbar. Wunderbar, jetzt sind wir hier auf dem Zug. Da ist das nächste Lager. Drücken wir wieder blaue Knöpfe. Ist kurz geschlossen. Los. Habe einen Kokainvorrat gesichtet. Tja, haben wir noch. Granate kommt. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Granate. Ach, verdammt, ich habe gar keine Granaten mehr. Verdammt, das ist ja peinlich. So, jetzt noch eine Granate hier reinschmeißen, also. Granate kommt, komme mierda, Culeros. So, jetzt wird's aber auch Zeit, dass wir hier uns fertig. Ziemlicher Haufen Pulver, den wir da gerade verdorben haben. Da wird jemand sauer sein. Oh ja. Das ist der Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Oh ja, tja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch mal wieder auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo da lasst, ein Like da lasst oder mir auf meinem Discord-Server mal folgt oder auf Twitch mir folgt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann das beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich verabschiede mich mit einem großen booleanischen Tüdelü. Bis dahin, euer Florian TV.